Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute hier an meinem Arbeitsplatz zu Hause, in meinem Zimmer, Arbeitszimmer. Und ihr seht hier anhand so ein bisschen was am Rande, dass auch hier weitergearbeitet wird an der Barockkommode. Aber ich schulde euch ja noch etwas, nämlich ein paar Eindrücke vom Barockfest, was nun mittlerweile schon ein paar Monate zurückliegt, nämlich im August war das. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich auch mal hier die Gelegenheit nutzen, um auf einen anderen Kanal hinzuweisen. Einen relativ neuen Kanal. Und zwar ist das der Kanal Hobel Holzbearbeitung aus Leidenschaft von Christian. Wer sich mit dem Thema Hobeln, also Hobeln mit Handhobeln, beschäftigt, kommt meiner Meinung nach nicht an diesem Kanal vorbei. Ja, also sehr empfehlenswert, ich bin begeistert, unbedingt reinschauen. So, jetzt soll es losgehen mit meinen Eindrücken vom Barockfest. Und ich werde mich gleich ausblenden, weil ich leider nicht dazu gekommen bin, zu filmen. Aber meine Frau hat mit dem Handy spontan ein paar Bilder gemacht und die will ich euch nicht vorenthalten. Auf diesem Bild seht ihr meine Barockkommode, die sich im Bau befindet natürlich, ja, und ein Teil meines Standes unter den Arkaden im Innenhof des Schlosses Friedenstein in Gotha. Hier jetzt das befreundete Ehepaar, durch die ich überhaupt dazu gekommen bin, die mir auch meine Kleidung geliehen haben. Im Hintergrund übrigens mein Enkel Amon, der in der Werkstatt und auch bei solchen Events eigentlich immer dabei ist. Ja, nun das Herzogspaar mit seinem Hofstaat belagert meinen Stand. Die nächsten Bilder, die aus dem Hintergrund der Arkaden gemacht worden sind, also ein bisschen dunkel geraten. Der Herzog lässt sich hier die Barockkommode erklären. Und auf diesem Video sehen wir die Hofdamen. Natürlich muss auch die Leibgarde mit dabei sein. Auch viele Besucher des Festes bestaunten meine Arbeiten und ließen sich die Funktion meiner Werke erklären. Hier nun ein extravagant gekleideter junger Herr, der und möglicher Käufer der Kommode. Ja, es war für mich jetzt also ein bisschen ungewohnt auf diese Weise, aber ich hoffe, das war trotzdem informativ und einigermaßen interessant.